So, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir haben uns schon mal hier zu diesem Punkt begeben, was ich euch in der letzten Folge gesagt habe. Aber ihr seht schon, das sind Kettschiffe. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Und da unten findet ein Kampf statt. Das heißt, wir werden uns jetzt mal fix mit dem Nomad da runter begeben und mal kurz ein bisschen helfen. Ja, Auto fahren und so. Randale. So, aussteigen. Wir werden kurz hier helfen. Ich bin auch gerade voll mal mitten rein, ne? Wir hatten auch noch ein bisschen was zu tun. Okay. Die Cats scheinen das hier nicht gut zu finden, was wir machen. Sehr schön, Kleine. Weiter so. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Okay, gut. Sehr gut. Die haben wir erstmal weggeräumt. Dieser Kampf hat Spaß gemacht. Das können Sie laut sagen. Sie wissen sich zu wehren, Kleine. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Mhm. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Wir arbeiten gut zusammen, sage ich jetzt mal, weil wir müssen ihn ja ein bisschen auf unsere Seite ziehen. Das wird wahrscheinlich ein weiteres Crewmitglied werden, denke ich mal. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut, aber Sie sind trotzdem von der Nexus und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass Sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Das wird fantastisch. Sehr schön. Somit haben wir noch ein Crewmitglied und jetzt werden wir, warte mal, Prodomus, neuer Ort entdeckt. Strahlungswerte sind aber doch akzeptabel. Das ist echt, schaut euch das an. Der Himmel ist jetzt richtig aufgeklärt, alles ist super. Und jetzt aktivieren wir das hier mal, den Außenpostensender. Und holen wahrscheinlich jetzt die Kolonisten runter. Hier werden wir unseren neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite der Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Okay. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Das ist eine große Entscheidung. Ich bestimme die Ausrichtung dieses Außenpostens für Jahrzehnte. Vielleicht sogar Jahrhunderte. Genau das ist die Verantwortung eines Pathfinders. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Ich meine, Militär ist zwar alles schön und gut, bin ich ehrlich zu euch, aber Wissenschaft ist doch eigentlich um einiges ratsamer. Wir sind in einer komplett fremden Galaxie und müssen natürlich erstmal gucken, wie wir hier mit den komplett für uns unbekannten Ressourcen klarkommen. Und daher würde ich eher sagen, wir machen jetzt hier unsere allererste wissenschaftliche Außenstelle. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Und ich hoffe, das ist okay. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Standbein. Neuer Erfolg. So. Somit haben wir unseren ersten Planeten besetzt. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder.
EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. Da kommen sie. Wir haben den Weg bereitet. Sehr genial. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Das war gut. Dann passen Sie gut darauf auf. Ja, ich schätze, jetzt sind Sie an der Reihe. Passen Sie gut auf unser Baby auf. Mach ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Wie schnell Aber sie jetzt aufbauen auf einmal, ne? Das ist ein erster guter Schritt. Für Sie haben sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Seht ihr? Jetzt ist er auf einmal auf unserer Seite. Aber ich würde trotz alledem sagen, die Skepsis war berechtigt, weil wir sind ja eigentlich noch ein Rookie, ein Grünschnabel und sind einfach hier in diese Rolle reingedrängt worden. Daher, ja, ich verzeihe dir auf jeden Fall. Schön, dass Sie das zugeben. Wir sind alle auf derselben Seite. So weit würde ich nicht gehen. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft. Aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Streitereien sind sinnlos. Sie sind genauso manipulativ. Ich kann auf mich aufpassen. Hauptsache es hilft der Initiative. Ich habe ja gesagt herzlich, ne? Also Streitereien sind definitiv sinnlos. Stimmt ja auch. Wir müssen alle zusammenhalten, alle an einem Strang ziehen. Und dann werden wir hier wahrscheinlich ja, unser neues Leben aufbauen. Auch das mit dem Essensmangel kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind nicht in Andromeda, um darüber zu streiten, wer recht hat. Dennoch tun wir es. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet sie Tan auf der Nexus. Okay. ...300 Andromeda Lebensfähigkeitspunkte erhalten. Okay. Gut, oh, schaut mal. Oh, okay, jetzt wird hier aber schon ganz schön gebaut. Nicht schlecht. Die erste kleine Kolonie. Und das haben wir alle uns zu verdanken. Das ist doch schön. Ja. Ich würde sagen, Waffe erstmal weg. Wir werden der EOS-Strahlung Zeit geben, sich aufzulösen. Das ist unsere Quest. Wir haben aber noch eine andere. Ich werde jetzt mal hier runtergehen. Vorsichtig. Wow. Sehr cool. Im Winterhauchbecken. Sichere Bedingungen. Ja, gucken wir mal. Lebenserhaltung ist wieder online. Das hört sich gut an. Die Tempest ist ja auch schon hier unten, ne? Unser geliebtes neues kleines Schiffchen. Sehr schön. Ich würde aber sagen, die Kolonie kann jetzt erstmal auf sich aufpassen. Wir werden jetzt... Warte mal, hier ist noch ein Fragezeichen. Kann ich wieder was mitnehmen? Nee, habe ich schon abgebaut. Da ist noch ein Fragezeichen gewesen. Ich scanne noch mal kurz den ganzen Bereich hier. Aber ich würde sagen, das ist soweit gut. Da kommt schon das nächste Schiff. Sehr schön. Liebe Leute, ich würde sagen, die Crew um Sarah Ryder wird sich jetzt auf zur Nexus machen.
Und da werden wir einfach mal gucken, ob wir uns zu diesem anderen Planeten begeben können, den wir im NAV-Punkt gesehen haben. Verlassen wir den Planeten. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen stolz. Unseren ersten Planeten haben wir halt mit einer Kolonie bedeckt. Das ist sehr cool. Gefällt mir. Die erste von wahrscheinlich noch sehr vielen. Aber jetzt erstmal sehen, was wir im Nexus machen können. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drag noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. In der Küche? Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Finden Sie eine Lösung? Sie sind Profis. Ich werde mich nicht um Kleinigkeiten kümmern. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden, sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe. Den Blick nach vorne. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Das stimmt. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Ich möchte natürlich, dass sie alle miteinander klarkommen. Ne? Harte Arbeit ist klar, auch das ist Standard, aber ne? Miteinander klarkommen. Darauf baut ein Team auf. Ne? Es bringt nichts, wenn alle hart arbeiten, aber sich keiner versteht. Daher kommt miteinander klar, versteht euch und dann ja, werden wir unsere Abenteuer, denke ich mal, besser in den Griff kriegen. Lassen Sie uns einander Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist schon ohne Probleme im Miteinander stressig genug. Verstanden, Boss. Kroganer sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Aber nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay, zurück auf die Nexus. PB, Drag, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Ja, klar. Das wird schon. Gut. Verbesserungen. Verbesserungen sind seltene Materialien, die zu bestimmten Bauplänen hinzugefügt werden können. Objekte mit Verbesserungen können mächtiger sein oder sich auch anders was. Das konnte ich gerade nicht mehr so schnell lesen. Okay. Ich will mal kurz was gucken. Natürlich erstmal speichern. Ja, das ist klar. Das ist klar. Wir speichern mal kurz. Und jetzt gehe ich mal kurz in die Fertigkeiten rein, denn wir haben auch ein paar Punkte gekriegt. Also ich habe mich jetzt definitiv entschieden, dass ich Ryder erstmal auf der Kampffähigkeit ausbilden werde. Das heißt, ich gehe komplett auf Waffenschaden, Sturmgewehre und Pistolen. Ich habe 4 Punkte am Start. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier hin und erlerne die Stabilität im nächsten Rang. Hab noch einen Punkt jetzt zur Verfügung. Flakkanone. Verschießt von Kroganern entwickelte Patronen, die beim Aufprall in Schrapnelle zerplatzen. Hört sich gut an. Nehmen wir. Alles andere kann man ja nach wie vor, wie ich sehe, immer noch mal wieder ändern. Ne? Fertigkeiten bestätigen. So. Pistolen haben wir 2. Ich denke mal, wir werden hier auch ein bisschen unsere, sagt schnell, Boni noch irgendwie finden. Es gab ja vorher, bevor das Spiel rausgekommen ist, die Initiative, ne, die verschiedenen Videos und alles auf der Homepage. Und da gab es dann halt auch, wenn ihr alles durchgemacht habt, für euer Spiel, ja, neue Rüstung oder sowas, ne, also spezielle Rüstung. Aber die werde ich mir dann später mal in Ruhe raussuchen, offscreen für euch. Gott, sieht das genial aus. Schaut mal.
Da hat man erstmal so einen Eindruck, wie groß die Tempest eigentlich ist. Ja, ich würde sagen, wir werden uns jetzt auf den Weg zur Nexus machen und dann mal gucken. Ich bin in der Küche, wenn Sie mal Zeit haben. Ja, mit der Crew werde ich aber später reden. Definitiv. Das werde ich mir dann mal angucken. Aber wir wollen erstmal, wie gesagt, zur Nexus. Der neue NAV-Punkt macht mich selber sehr neugierig. Schau mal. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Das stimmt allerdings. Nein, alles war so hektisch. Aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Dann reden wir doch mal kurz. Nexus kann es ja. Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie bindet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Ja, darin liegt eine gewisse Schönheit. Ja, auch wenn es ein Phänomen von eher düsterer Schönheit ist. Düstere Schönheit. Das gefällt mir. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Eine göttliche Intelligenz, ein Gott, das denke ich auch, es ist nichts Göttliches. Sie reden von einem Gott? Ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam, aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Das stimmt. Das stimmt. Ja, es hat schon was, sich etwas derart Erstaunlichem gegenüberzusehen, dass man einfach glauben will. Wow, es ist schön, jemanden zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin in Frage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Wir sollten das vertiefen. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Ich mag ein facettenreiches Team. Ja, jetzt kommen die Entscheidungen. Ihr könnt natürlich auch mit eurer Crew wieder einige Beziehungen eingehen. Ich würde sagen, sie müssen sich nicht rechtfertigen, weil ich will jetzt hier nicht gerade erstmal so, oder? Ach doch, los, komm. Wir sollten das vertiefen. Ihre Ansichten über das Zusammenspiel von Glaube und Wissenschaft sind wirklich interessant. Ich würde das gern irgendwann weiter vertiefen. Vielleicht bei ein paar Drinks auf der Nexus? Das wäre schön. Jetzt sollte ich aber besser mal den Rest des Teams über meine aktuellsten Berichte informieren. Unterhalten wir uns später weiter? Natürlich. Also auch das ist natürlich wichtig, ne? Das Zwischenmenschliche hier. Ich werde noch kurz mit unserem Piloten sprechen. Mit Kallo. Ich finde den ja geil. Ich mag die Rasse. Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie sagten, Sie hätten es entworfen. Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ja, wenn ich das Baby gebaut habe oder hätte, dann wäre ich natürlich auch gern mit dabei gewesen, ne? Also ich hätte auch so gehandelt. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Sorena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole, 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Habt ihr ein Gedächtnis? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis. Und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Was Neues über die salarianische Arche. Stimmt, sein Volk ist ja noch irgendwo verschollen. Wir wissen ja gar nicht, ob die noch leben. Daher, ich denke mal, das ist schon wichtig, ne? Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Wir werden sie finden. Wir werden sie definitiv finden. Keine Sorge. Wir werden die Salarianer nach Hause bringen.
Natürlich werden wir das. Ich muss nur Geduld haben, das ist alles. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Klar, das machen wir doch gerne. So, ich würde sagen, jetzt aber Aufi, ne? Aufi zur Nexus. Ich will aber noch mal eben was gucken. Wie komme ich jetzt hier raus? Scanner aktivieren? Ja, müssen wir ja eigentlich nicht, ne? Weil hier wird ja nichts sein. So. Systemansicht. Ah, okay. Ich empfange etwas. Jetzt wollen wir mal eben kurz was gucken. Pelé. Okay, ich wollte zwar einfach nur den Planeten angucken und nicht gleich direkt hinfliegen. Aber wir müssen natürlich auch diesen Aspekt so ein bisschen mit ausschöpfen. Wir müssen auch forschen. Wir müssen gucken, ob hier nicht vielleicht Materialien zu finden sind, die wir später dann halt gebrauchen können. Ne? Das heißt, dieser Forschungsfaktor ist hier natürlich auch im Start. Wie aktivieren wir den Scanner? Gucken mal, ob wir was finden. Aber wie es aussieht, nicht wirklich. Da oben. Ah, seht ihr den Ausschlag, den roten? Den folge ich jetzt mal. Okay. Aber zu sehen ist jetzt hier erstmal nichts, ne? Na gut, damit beschäftigen wir uns auf jeden Fall nochmal später. Wir wollen jetzt zur Nexus. Anomalie auf den Sensoren. Wo ist denn die Nexus? Nanook. Eos. Konsu. Okay. Clusterkarte. Gehen wir noch weiter raus. Ah, hier. Was haben wir hier? Dann gehen wir hier hin. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wo, in welchem System die Raumstation Nexus geblieben ist. Da muss man sich natürlich erstmal wieder mit zurechtfinden, ne? Wir sind einen weiten Weg bis nach Eos geflogen. Ah, bekanntes Territorium. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber okay. Das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Das macht ja nichts. Das kann man ja immer noch mal später machen. So. Anomalie geortet. Da ist die Nexus. Bin mal gespannt, wie groß diese ganzen Galaxien hier überhaupt sind. Weil der Forschungsdrang ist dann da natürlich schon ganz groß. Ich will das alles ein bisschen genauer durchchecken. Da ist sie doch. Da ist die Nexus. Dann würde ich sagen, Andockbucht. Gehen wir an Bord der Tempest. So. Bäff, da ist sie wieder. So, dann mal Landeanflug und dann schauen wir mal, was wir hier als nächstes machen können. Die ist aber auch groß. So ähnlich wie die Citadel. Wer Mass Effect kennt, ne? Die Citadel war schon auch riesig, aber ich denke mal, dass die Tempest, die Nexus auch ungefähr so ein bisschen das Größenverhältnis hat. Nicht ganz so groß, denke ich mal, aber ihr seht ja auch im Hintergrund, ne? Dass da schon ganze Häuserblöcke und alles stehen. Endlich wieder zu Hause. Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln Eos? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung. Ist eine Weile her. Es gibt Grund zu feiern. Entspannen Sie sich, Lieutenant. Wenn es jemals Grund für Champagner gab... Natürlich. Die Initiative ist endlich wieder auf Kurs. Das ist Herig, einer der Geeks. Wissenschaftler aus dem Tech-Labor. Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar.
Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. Vielleicht wollt ihr ehrlich sein. Das beweist unsere Beständigkeit. Wir mussten harte Schläge einstecken, aber dieser Erfolg beweist, dass wir immer wieder aufstehen. Immer. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Das hört man doch gerne, dass die Arbeit dann gewürdigt wird, ne? Juhu. So, auf der Nexus. Jetzt sieht natürlich schon alles um einiges freundlicher aus als bei unserer ersten Ankunft. Na, ihr wisst ja noch, da war alles dunkel, da hat nichts funktioniert, aber jetzt langsam, ja, werden immer mehr Kolonisten auch scheinbar schon aus dem Kryoschlaf geholt. Ihr seht, hier ist schon ein reges Leben am Start. Finde ich echt nice. Schöne Atmosphäre. So, dann werden wir erstmal gucken hier. Habitationsdeck. Wo muss ich denn hin? Kryostation nicht, weil da ist ja noch der Bruder von Sarah. Aber wir müssen erstmal zur Kommandozentrale. Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Verlust von Gian Garson groß. Die Gründerin der Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. Eine offizielle Ehrung ist geplant, zu der Direktor Jaren Tan allerdings bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Ohne Gian wären wir nicht hier. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, überleben, bevor wir feiern können. Das war HMS. Die ganzen Durchsagen finde ich immer gut. Ne? Also es gefällt mir schon wirklich sehr gut, das Spiel bisher. Hätten Sie kurz Zeit? Kerry, okay. Was gibt's denn? Ryder, richtig? Kerry Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Okay. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Die Wahrheit könnte ihnen Angst machen. Sie machen das mit Leidenschaft. Das ist anständig von ihnen. Was würdet ihr wählen? In gewisser Weise macht manchmal ja die Wahrheit auch den Leuten Angst. Ne? Man muss ja nicht unbedingt sagen, dass Eos jetzt erstmal von den Cat befreit werden musste, ne? Dass wir angegriffen wurden und mehrfach unter Beschuss standen. Wichtig ist, dass die Kolonisten sich da jetzt wohlfühlen und dass das auf den anderen Planeten dann halt auch so der Fall sein sollte. Ne? Also, ich nehme das mal. In einer Krise ist Hoffnung aber vielleicht wichtiger als schmerzhafte Wahrheiten. Das war auch Tans Argument. Aber wem hilft es denn, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung? Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Werden Sie Tan damit nicht verärgern? Es macht Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Ja klar. Okay, los. Ich bin dabei. Okay. Interviewen Sie mich. Also dann. 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Ja, auf Pioniere warten solche Probleme, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss echt voll aufpassen, was ich sage. Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Okay. Sie waren großartig. Ich mache mich gleich an den Schnitt. Da müssen wir echt aufpassen, was wir sagen. Da kann mal ganz schnell das Falsche gesendet werden. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Verstehe, aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Entschuldigen Sie mich bitte, ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Wie euphorisch. Ah, Ryder. Addison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind die Heldin des Tages.
Es liegt noch immer viel Arbeit vor uns. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Er kennt mich eigentlich nicht, ne? Aber ich will jetzt mal nicht auf Kriegsfuß mit dem Chef hier gehen. Also in diesem Punkt sind wir uns wohl einig. Ja, ich schätze, da sind wir uns einig. Ich wusste, Sie brauchten nur eine Chance, um sich zu beweisen. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet. Aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Schön. Schaut mal, Eos. Das ist also unser persönliches Quartier hier? Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Und das ist erst der Anfang. Ich werde noch viel mehr erreichen. Genau dieses Selbstvertrauen brauchen wir. Gehen Sie unbeirrt Ihren Weg. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er Sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen. Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Jede Meinung zählt, Leute. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht so viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Kettenangriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss mit der Tempest tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wären die anderen goldenen Welten, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikttechnologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Danke. Danke, Direktor. Ich erledige das. Seien Sie das Licht, das den Pfad erhält, Pathfinder. Klar. Gott, er ist ein bisschen... Na, ich weiß ja nicht, ne? Ryder, Stufe 6 erreicht. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrem Bruder zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mache ich. Okay. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig, wegen der Andromeda-Lebensfähigkeit und ihrer Erhöhung. Das könnte hilfreich sein. Ja, dann werden wir uns erstmal mit Edison treffen, denke ich mal. Sollten wir uns wirklich um unseren Bruder jetzt kümmern? Er ist ja erstmal im Kryoschlaf und so gesehen erstmal safe, ne? Wir können aber trotzdem mal hingehen. Ich muss mal gucken. Was ist das hier? Ich komme noch nicht so ganz klar, weil die Karte, das ist natürlich jetzt hier die Hauptquest, ne? Aufgabe, die Nexus kennenlernen. Aufgabe, die Nexus kennenlernen, mit Cash sprechen. Ja, dann werden wir erstmal mit den Leuten reden. Ich denke mal, das ist um einiges interessanter. Wir müssen erstmal überhaupt hier generell gucken, was hier mit den Leuten ist, ne? Wie es den Leuten hier geht. Und ich denke mal, das ist auch wichtig. Daher werden wir das jetzt mal machen, bevor wir uns hier mit Edison treffen. Wo sind die denn alle? Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass ich mich hier irgendwie verhaspel. Oh, sie kann nicht springen, während wir auf der Nexus sind. Okay. An das Apex-Personal. Bitte, da drücken Sie Ihren Dienstplan. Der menschliche Aktualisierung. Da ist doch schon der Erste. Diese Richtlinien für neue Rekruten machen. Sei gegrüßt. Redest du auch mit Freut mir? Freut mich, Sie endlich zu sehen. Sie sollen da draußen ganz schön beschäftigt gewesen sein. So könnte man es ausdrücken. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos.
Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn sie irgendwas brauchen, kommen sie zu mir. Auch wenn sie nur Dampf ablassen wollen. Okay. Ich check mal kurz seine Aufgabe. Was ist seine Aufgabe? Sie reden, als würden sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Kette uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Reise nach Andromeda. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Piratin? Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garsons Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Und das Wohlergehen der Turianer liegt ihm natürlich auch sehr am Herzen. Das heißt, seine Arche muss natürlich auch gefunden werden. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie es im Spiel ist, ob wir die Archen und alles finden werden. Aber das werden wir, denke ich mal, in Zukunft dann auch irgendwie in Erfahrung bringen. Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen, egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Ich würde sagen, das reicht fürs Erste, ne? Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Okay, das war der gute Kandros. Mal gucken, wen wir jetzt noch haben. Die Beteiligten wurden verhaftet. Wer ist hier? Oh. Wie oft habe ich dir diese Geschichte eigentlich schon erzählt? 343 Mal. Was? Du hast... Cash. Gute Arbeit mit dem Außenposten. Vielleicht entspannt sich Addison jetzt ja ein bisschen. Wie meinen Sie das? Sie war ziemlich aufgebracht darüber, dass die Initiative bisher noch keinen Außenposten errichtet hatte. Was absolut verständlich ist, wenn Sie mich fragen. Trotzdem bin ich froh, dass sie jetzt Arbeit hat, auf die sie sich konzentrieren kann. Schon was über den Aufenthaltsort der Kroganer in Erfahrung gebracht? Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Sie haben noch nicht mit Nummer 8 gesprochen, oder? Nummer 8? Nummer 8? Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Okay, und was war die Abmachung mit Tan? Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten, aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Und warum sind sie dann noch hier? Wenn ihr Clan fort ist, warum sind sie denn noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Okay, Nummer 8. Warum nennen sie Tan Nummer 8? Weil er auf der Liste der Leute, die die Andromeda-Initiative leiten sollten, auf Platz 8 stand. Ich erinnere ihn gerne von Zeit zu Zeit daran, nur damit er bescheiden bleibt. Okay. Ja, ich würde sagen, das war vorerst alles. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal.
Und in diesem Sinn würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich werde mich natürlich auch in der nächsten Folge noch ein bisschen mit der Crew unterhalten und uns dann ja mit Addison in Verbindung setzen und dann mal sehen, wie sich unser Abenteuer dann weiter fortsetzen wird. Also Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!